Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zu einem neuen Video hier. Mit dabei ist heute der Lobist. Hallo. Er wird für uns heute das Redstone Hotel erkunden, das wir fleißig aufgebaut haben. Das heißt, diese Folge wird ein gesamtes Review. Das wird dann auch etwas länger dauern. Deswegen würde ich sagen, holt euch irgendwas zu trinken oder whatever, wenn ihr es anschaut. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Lobis, dann würde ich sagen, gehst du einfach mal rein. Ich mache es dir mal ganz kurz Tag, damit du auch das Hotel betreten kannst. Hier allein, das ist ja schon ganz schön. Perfekt. So. Zimmerverkauf. Achtung, schließt nachts. Okay. Genau. Also ich würde einfach sagen, also für die Leute, die das Redstone Hotel noch nicht kennen, die sehen es ja jetzt bei mir. Also man kommt ab hier rein, hat einen schönen Eingangsbereich. Hier ist dann die Bar, die nachts öffnet. Und hier rechts geht es direkt zum Zimmerverkauf, wo Lobis sich jetzt erstmal ein paar Schlüssel kaufen wird. Ich würde sagen, einfach für jedes eins, oder? Ja, würde ich auch sagen. Ja. So, als erstes würde ich ein Sechserzimmer, oder nee, nach der Reihenfolge, erstmal ein Einerzimmer für ein Eisen. In der Zwischenzeit zeige ich mal den Leuten hier ein bisschen die Technik, die dahinter steckt. Sieht schon, das sieht sehr komplex aus. Und ist auch eine Technik drin, das heißt, wenn Lobist später vielleicht noch ein Luxuszimmer kaufen wird, es gibt nur zwei, wird die Lampe für die Luxuszimmer auch ausgehen. Und es ist gesichert, dass ihr nicht die Zimmerschlüssel hier vorne reinwerfen könnt. Weil Nicht-Dings-Items werden eigentlich verbrannt, aber wir haben so eingebaut, dass sie zurückgegeben werden. Du kriegst ja dann irgendwie insgesamt sechs. Nee, warte. Fünf Nachtschlüssel. Du kannst dann einfach vier davon zurückgeben. Okay. Ja, also eigentlich ist das so gemacht mit einer Keykartentechnik, das heißt, das Item wird erkannt, sendet hier ein Signal hoch, das dann entsprechend bei der Leitung für diesen Schlüssel immer ein Signal sendet. Das heißt, ihr werdet dann zufälligerweise einen Schlüssel von denen kriegen, die es gibt. Und ja. Welche hast du bis jetzt alle schon? Jetzt habe ich alle. Jetzt kommen die letzten noch. Luxus. Genau, dann wirf mal alle Nachtschüsse zurück, außer einen. Ja, du kannst einfach hier den Rückgabe, aber egal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, dann fangen wir erstmal mit den normalen Zimmern an. Welches Zimmer hast du als erstes? Zimmer 8. Zimmer 8, okay. Kann man hier auf dem Schild sehen. Zimmer 1 bis 22 gibt es nach links und 23, 24 nach rechts, sowie zu den Aufzügen, die zum Frühstück führen. Ja, erstmal ist ja heute Tag des Eincheckens, das heißt, Lobis checkt jetzt erstmal in sein erstes Zimmer ein. Hier, Zimmer 8. Genau, es ist sogar das allerletzte. Wait, das ist aber direkt ein Zweierzimmer, ne? Nice, oder? Was ist mit dem Einerzimmer? Dann müsstest du noch eine Nummer davor haben. Achso, ja, Zimmer 7. Ja, das ist ja direkt auf der anderen Seite hier vorne. Ja, die Flure, die sind eigentlich mit einem relativ simple Stil gehalten. So ein bisschen abwechselnd Pflanzen mit so ein bisschen Steingebilde. Ja, ihr kriegt alle Schlüssel draußen wieder, außer bei zwei Zimmern. Das merkt man dann aber, glaube ich. Ja. Hier in dem ersten Einerzimmer habt ihr schon mal einen großen Fernseher auf jeden Fall mit einer Holzcouch, Holzboden, Holztisch. Das hier? Ja, liegt am Licht. Es ist. Genau, dann habt ihr hier ein eigenes Bett mit einer Schalterkiste. Die muss ich noch durch eine normale Kiste aus. Kannst du die nicht benutzen? Nee. Du hast aber Berechtigung auf Notenblöcke, oder? Ist auf Notenblöcke? Ich habe den Notenblock nicht gesehen. Wie kann man denn bitte den Notenblock da nicht sehen? Naja, egal. Genau, kannst du auch einmal das Licht hier drin anmachen, wenn du möchtest. Genau, das hast du auch überall Licht. Ja, also wie gesagt, hier könnt ihr dann schlafen. Ist halt ein kleines Einerzimmer. Einzimmer, Wohnung, genau. Hotel. Ihr habt hier auch so einen schönen
guck mal, mit dem Shader sieht das schön aus. Hast du auch einen Shader drin? Nein. Ja, gönnt euch mal diesen kleinen Ausblick. Von oben sieht natürlich noch geiler aus. Ja, gut, dann gehen wir rüber zu Zimmer 8. Direkt daneben. Kommen wir direkt zum Zweierzimmer. Die sind ein bisschen anders aufgebaut. Ihr seht schon mit einer moderneren Couch. Ein kleinerer Fernseher, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ein Steintisch, zwei Betten und ein Badezimmer. Das Badezimmer ist eigentlich relativ gleich. So einmal schnell noch geduscht. Genau. Licht ist auch da. So, lieber Licht ausmachen, dass wir den Hotelinhaber pleite machen. So, es ist gerade Nacht geworden, das heißt, Frühstück können wir dann morgen früh. Du kannst jetzt einfach mal weiter einchecken. Und dann würde ich sagen, Jetzt Zimmer 14. 15? Okay. Dann kannst du erstmal den Fahrstuhl rufen. 9 bis 15 ist sogar das letzte in der Reihe oben. Genau, wir haben hauseigene Fahrstühle hier drin eingebaut, die einen dann hier jetzt auf die Etage bringen, wo ihr hin müsst. Seht schon hier oben eigentlich genau der gleiche Stil. Wollte ein bisschen Einheit hier reinbringen. So, Nummer 15 ist direkt das grüne Zimmer hier. Da hast du aber noch ein Zimmer. Ah, hier sind noch die zwei Zimmer. Okay. Hier grün, hier vorne ist 15. Ich brauche 14. Achso, 14. Ja. Oh. Hättest du. Oh, die Lichter sind hier ein bisschen. Ja. Ja gut, kam wegen der Technik hier. Hättest du Zimmer 15, hättest du nämlich das schönere, das Eckzimmer. Aber gönnt euch mal hier diesen Ausblick. Alter. Das sieht auch schon wieder geiler aus. Da hinten so kleiner Wald. Da, dort drüben hier den Teich. Ja. Guck mal, ich würde sagen, einfach als Ehrengast, darfst du jetzt gleich einmal nochmal das Zimmer 15 sehen. Hier haben wir dann auch nochmal eine kleine Couch mit einem Wohnzimmertischchen und einem Fernseher. Ja. Badezimmer Dankeschön. ist auch relativ gleich wieder. Genau. Dann mache ich dir mal kurz Zimmer 15 auf. Oh, ich bin durch den Boden gebackt. Komm so rein. Ihr seht schon, hier hat man schon deutlich mehr Platz. Trotzdem einen kleinen Fernseher. Man muss es ja auch nicht so groß haben, ne? Dann gehen wir ins Schlafzimmer. Und siehst du schon. Ist ein bisschen größer. Und man hat hier nochmal einen richtig geilen Ausblick auf Wald und Eingangsbereich. Raytracing muss es auch gut aussehen. Mit Raytracing muss es auch gut aussehen. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also, ihr seht, ich versuche es schon ein bisschen schneller zu machen, dass ihr jetzt nicht 3 Stunden hier zugucken müsst. Ja, dann warte, was ist dein nächstes Zimmer? 22. Oh, zwei. Oh, da hast du das direkt. Oh, da hast du das Gute hier unten. Direkt hinter dir. Da, nee, direkt da. Ja, das da. Direkt. 22 ist nämlich eines der guten Zimmer mit. Hast du den Schlüssel wieder bekommen? Ja, alles gut. Okay. So, hier hinten entsteht natürlich noch ein bisschen was Was hier. ein hässlicher Ausblick. Ja, ist halt das mit dem lamesten Ausblick, sage ich mal, ne? Schau dir mal diesen süßen Creeper an, diese süßen Zombies und diesen, ja. Naja. 4K-Fernseher. Ja, das ist ja ein Sechser, ne? Ja, ist ein Sechserzimmer. So, dieses Sechserzimmer unterscheidet sich ja davon, dass ihr hier ein angebautes Badezimmer habt und kein eingebautes. Hier kannst du ja mal gehen. Das ist nämlich jetzt ein angebautes. Da habe ich nämlich hier nicht einheitlich mit eingebaut, sondern angebaut. Genau. Aber aus Linksgründen würde ich sagen, kannst du eins der oberen auch nochmal anschauen. Okay. Einfach weitergehen. Ne, nicht den Fahrstuhl, den nächsten, der hier oben ist. Der ist hier hinten mit dem Flur. Bei den anderen Zwan. Genau. Fahren wir mal hoch.
Oh, hier ist allein dieser Eingang ist ja schon richtig, ja. Ja, also auf jeden Fall merkt ihr, ihr habt hier eine höhere Decke, weil wir einfach hier noch ein bisschen mehr Platz hatten. Und ja, ich würde sagen, du gehst einfach, kannst einfach mal hier Zimmer 21 Ich ist habe das, jetzt glaube ich. 24. Was ist? Ich habe 24 Grad. 24, hä, wie 24? Wie kannst du denn 24 haben? Es gibt Hier, kein. schau. Achso, 24 ist eins der Luxuszimmer. Aber kannst dir trotzdem mal das hier noch angucken. Das ist, zählt noch mit zu den Sechserzimmern. Okay. Jetzt schon. Oh, das ist jetzt mein Lieblingszimmer. Von hier könnt ihr nochmal den Ausblick genießen. Boah, von hier Das oben ist doch sieht das mal halt die nochmal beste. mega geil aus. Genau. Ihr habt ja hier nochmal so einen kleinen Essensbereich. Auch. Und direkt einen Fernseher. Badezimmer. Das ist jetzt das Zimmer, das ich hier gefunden habe. Ja. So, wie spät haben wir es denn jetzt gerade hier auf der Uhr? 0:32 Uhr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kannst du einfach mal kurz in eines deiner Zimmer gehen und dich mal kurz ausruhen, bis es morgens wird. Weil wir dann nämlich direkt zum Frühstück gehen. Okay. Aber es war's, du kannst einfach mal in dem Zimmer hier Ja. übernachten. Komm. Okay. Auch wenn es nicht dein Zimmer ist. Komm, komm so rein. Okay, könnten wir ja machen. So, leg dich einfach ins Bett und dann sehen wir uns, wenn es. Ach, ist keine Berechtigung, Kann ne? ich ins Bett rein? Okay, das muss ich noch hinzufügen, dass man auf Bette zugreifen kann. Jetzt kannst du. Genau. Da würde ich sagen, sehen wir uns nächsten Morgen. Und da ist es auch schon Mittag. Hast ein bisschen verschlafen. Ja. Jetzt mal frühstücken gehen. Oh, da habe ich gerade einen Enderman gehört. Okay. Gut. Ja, dann gehst mal. Wenn du möchtest, kannst du erstmal die ganze Fahrstuhl zurücknehmen. Oder du nimmst dir den Gang, der direkt auf die Dachterrasse führt zum Frühstück. Das ist nämlich hier. Ja, dann nehme ich die ganze Fahrschule lieber. Ja, okay. Während Lobis jetzt hier den ganzen Weg wieder runterläuft, unten dann die Hauptzentrale, hier nicht, hier ist die Bar, und dann hier langläuft und dann den Fahrstuhl hochnimmt, bevor wir später zu den Luxuszimmern kommt, nehmen wir einfach oben kurz die Abkürzung. Das heißt, man ist dann hier oben, kann dann hier lang fahren, fahren, sage ich schon, gehen, hat hier noch einen kleinen Aufenthaltsbereich und geht dann hier auf die schöne. Leckt's gerade? Ja, hat gerade geleckt. Okay. Kann man hier direkt auf die schöne Dachterrasse gehen. Wo man noch keinen schönen Ausblick hat, weil hier noch nichts ist. Aber naja, ging ja hauptsächlich um das Hotel. Dann gehen wir weiter. Hier kommt dann, du bist gleich mit dem Fahrstuhl hoch. Ist er schon da? Nee. Also ich bin hier. Hä, wie bist du denn jetzt schon hier? Hast du den Fahrstuhl schon hochgenommen? Ja. Ach Leute, das ging aber schnell. Ja gut, dann gehen wir einfach mal hier rein. Und hier ist dann das Frühstücksbuffet. Genau. Habt ihr so ein paar schöne Tische, die wurden von Flint designt. Flint kennt ihr vielleicht noch aus dem Redstone Co-op Jump'n'Run. Hier unten die Sechserzimmer, das so bist du gerne mag, das muss ich leider gestehen, hat Schoko gebaut. Also er hat's designt zumindest. Und Okay. das untere Sechserzimmer hatte ich gebaut, aber muss ja keiner wissen, ne? Ja, also während Lobis sich erstmal ein bisschen satt isst, kann man nämlich hier schon mal rausgehen. Und dann haben wir hier die obere Ta Dachterrasse, wo man hier draußen dann so eine kleine Minibar hat. Ein kleines schönes Blumenbeet und hier dann so ein bisschen Teich angeschlossen mit Pool. Habe sogar alles aufgegessen. Oh, schön. Ja, kommst du mal raus? Ah, Ja, ich er beobachtet nehme gerade kurz hinten den Käse. Wasserspender. Kommen Sie. Ja, genau. Hier haben wir dann nämlich einen schönen Pool. Einfach ein Dachterrassenpool, von dem ihr dann auch mal runter gucken könnt. Aber bitte nicht runterspringen, das wäre nämlich gegen meine Versicherung. Muss ich nicht mal hinsetzen? Das kannst du dich einfach hier. Ja, am besten nicht in Survival. Ja, habt ihr einen kleinen Oh, wenn schönen ich sitze, Whirlpool kriege ich hier keinen noch? Schaden. Sieh mal, wie nice. Was? Wenn ich sitze, kriege ich keinen Schaden. Ah ja.
Ja, ist ja so gesehen wie Sneaken, ne? Und hier Ja. hinten hat man dann natürlich den umgekehrten Weg. Das heißt, ihr werdet hier ein bisschen hochgeboostet. Genau. Dann habt ihr hier ein paar kleine Sonnen liegen. Lobis kann sich ja gerne mal auf eine hinlegen. Weiß nicht, ob du. Guck mal, ob das irgendwie. Wie ging der Befehl noch? Slash lay. Ah, du musst dich einen Block noch weiter nach hinten stellen. Du lagst jetzt nämlich gerade hier. Oh. Man hängt jetzt mit den Füßen drüber, aber ihr seht ungefähr, wie es funktionieren soll. Wobei, warte, halt mal kurz still. Was ist, wenn ich jetzt nämlich einfach. Jetzt liegt er nämlich in der Liege drinne. So, bleib mal kurz liegen. Ganz entspannt. So, okay. Kannst aufstehen. Wie schnell die Zeit schon geht. Es ist schon 17 Uhr. Ja. Dann können wir ja gleich in die Bar gehen. So. Ja, das war dann halt das Sonnendeck. Ihr müsst jetzt nämlich aufpassen, weil der Fahrstuhl, der hochführt hier, der ist gleich nicht mehr benutzbar. Deswegen musst du nämlich gleich den anderen Weg einmal rumnehmen. Er könnte sich nochmal schnell essen, bevor es Nacht wird. Bisschen für die Bar kannst du ja aufbewahren. Da kommst du mit. Ja. Der Fahrstuhl ist jetzt nämlich gleich gesperrt. Das heißt, du musst jetzt einmal den Weg hier nehmen. Weil sonst bleibst du drin stecken. Das muss ich nochmal andeuten. Ja. Den Bereich kennst du vielleicht sogar noch gar nicht. Ja, doch, oder? Könntest du? In ein paar Minuten, ein paar Sekunden, einen Augenblick. So. Jetzt sollte nämlich gleich auch das Licht angehen. Ah, ja. Okay, da hat man es gemerkt. Licht, es wird sofort erleuchtet hier. Hier habt ihr nochmal so einen kleinen Einblick in die grobe Technik. Finde ich immer schön. Ah ja. Und jetzt wurde das Essen eingesammelt und wird blockiert. So, dann kannst du jetzt einmal die Fahrstelle hier wieder runternehmen. Der Rufknopf ist hier hinten in der Ecke. Hab ihn nur schon gedrückt. Ich fahre einfach mal mit, damit ihr auch seht. Genau. Dann gehen wir noch eins weiter nach unten. Und jetzt ab in die schöne Bar. Der Luxuszimmer gucken wir uns dann am nächsten Tag an. So, ihr seht, der Eingang ist verschlossen. Dafür ist die Bar jetzt offen. Gehen wir mal rein. Die Bar habt ihr ja einen Ich habe kurzen. eine positive Google-Bewertung. Die Bar habt ihr ja einen kurzen Infovideo schon gesehen. Ja, aber diesmal stellen wir es ein bisschen ausführlicher vor. Ihr habt ja die ganzen Getränke. Und wie ich ja schon gesagt habe, jedes Getränk hat seine eigene, ja, Beschreibung. Auf jeden Fall. Und seinen eigenen Custom-Effekt. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alle und testen auch einfach mal alle durch. Lobis kann das natürlich gerne auch machen. Okay. Die Energy Sprite und Pepsi Cola, die haben keine Effekte, aber naja. So. Genau, ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Oder du auch, wenn du möchtest. So, ich habe jetzt alles. Ich wollte eigentlich gerne mal Survival gehen und nicht auf den Survival-Server. Upsala. Da wollte ich nicht hin. Genau. Dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir ein bisschen mit den einfachen an. Ich will nicht alles auf einmal trinken. Ich bin jetzt geistlich verrückt. Ich habe 13 Effekte. Also, wir haben jetzt einmal den Mutka Martini geschüttelt, nicht gerührt, kennt man ja. Wenn ich ihn trinke, werde ich erstmal ein bisschen betrunken. Oh, lass mal den Shisha. Oh, Wo mein bin Shader mag das wohl auch nicht so gerne. Alter, wie das hier pulsiert mit dem Licht. Oh, Halleluja. Das wird ja. Hilfe, was ist das denn für ein Effekt? Das Licht wird immer wieder hell und wieder dunkel. Musst du dir dann später im Review mal angucken. Oh, guck Ui, mal auf die ui. Fenster.
Wir müssen mal kurz hier uns Milch holen. Wobei, ich muss es ja nicht mal in Survival trinken. So. Perfekt. Als nächstes haben wir dann den Gin Tonic. Schnelligkeit und Schwäche. Schnell wie der Alkohol im Blut. Naja, Alkohol, ne? Jetzt habt ihr Schnelligkeit, aber gleichzeitig seid ihr auch schwächer. Also, ist halt einfach random entstanden, sag ich mal so. Mojito gibt euch Schnelligkeit, Langsamkeit, Sprungkraft und Nachtsicht. Sehr münzig und limettig, habe ich es genannt. Werdet ihr. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Vielleicht stimmt es nicht. Ich habe es einfach gegoogelt und dann, ja. Also, ihr habt Sprungkraft und Schnelligkeit und Langsamkeit gleichzeitig. Das heißt, das hat eigentlich gar keine Auswirkung. Aber ihr habt dafür Nachtsicht und deswegen seht ihr mehr. Weiß nicht warum. Als nächstes kommt Pina Colada. Ich selbst habe wirklich noch nie davon gehört. Also habe ich es dann einfach auf Unsichtbarkeit belassen. Einfach, ich habe es nie gehört, also existiert es für mich nicht so nach dem Motto. Ja, deswegen seid ihr dann einfach verschwunden. Siehst du mich? Ich sehe deine Partikel, habe ich gerade gesehen, ja. Jetzt bist du eh wieder da. So, als nächstes haben wir dann einmal Red Bull. Hilfe, wo bin ich? Der Stuhl hat dich aufgegessen. Ja, gut. Ja, wir waren bei Red Bull. Red Bull sagt, verleiht ja wie bekanntlich Flügel, ne? Deswegen, wenn ihr es trinkt, ja, fliegt ihr für kurze Zeit. Ist halt so ein kleiner, ja, Meme kann man nicht sagen, aber ihr wisst, was, glaube ich, was ich meine. Dann kommen wir zu Ego Builders. Das war einer, der hier ein bisschen mitgeholfen hat bei der Bar. Deswegen hat er auch einen eigenen Trank bekommen. Ja, das ist eigentlich ein Bekannter sagte mal, alles, was gut tut. Deswegen habe ich auch alles in den Trank reingetan, was gut tut. Das heißt, ja, wenn ihr das trinkt, habt ihr eigentlich nur gute Sachen. Ihr habt extra Energie, Regeneration, Eile, Resistenz, Schnelligkeit, Glück. Also, alles, was gut tut. Ah, lol. Trink mal Ego-Bildes und dann trink mal Milch. Dann kriegst du im Creative ganz gut Schaden. Also den Schadenseffekt. Bra. Okay, dann geht's weiter mit Redstone Hotel. Das ist unsere feinste Mischung. Schnelligkeit, Stärke, Direktheilung, extra Regeneration, extra Energie. Das ist dann jetzt eigentlich fast das gleiche, außer ja, die Eile. Naja. Aber egal. Dann kommen wir weiter. Ich habe eher das Gefühl, dass das Video mehr über die Tränke geht als über das Hotel. Kommen wir zum Bacardi. Was stark ist zwischendurch. Langsamkeit, Übelkeit, Resistance und Schwäche. Aber jetzt muss ich jetzt eigentlich nicht trinken. Seht ihr die Effekte? Machen wir ein bisschen schneller. Dann kommt der Likör à la Red Gamer. Den habe ich genannt, ein Likör, welches süchtig macht. Immer mehr davon trinken. Ihr kriegt Stärke, Direktheilung und Regeneration, gleichzeitig aber auch Hunger. Der Hunger sorgt dafür, dass ihr immer mehr von diesem Trank trinken müsst, damit ihr nicht verhungert. Also, ist gemein gemacht. Ja, Energy, Sprite und Fanta und so weiter. Aufpushendes Getränk, welches hier mehr Energie liefert bei Energy. Was ist hier? Das ist, glaube ich, die Sprite. Limetten enthalten das Getränk sporig, schmeckt gut und tut gut. Genau. Dann kommen wir zu Fanta. Ein Orangen enthalten das Getränk sporig, schmeckt gut und tut gut. Eigentlich genau das gleiche fast. Und Pepsi Cola, ein zuckriges Getränk. Gesund. Gesund in Anführungsstrichen, weil es eigentlich nicht gesund ist. Und schmeckt gut. Dann kommen wir noch zu Wasser und so weiter. Das ist dann einmal Wasserstill, gutes altes Quellwasser. Das gute Alte ist nicht, dass es jetzt altes Wasser ist, sondern halt so aus den guten alten Zeiten, so das gute alte Quellwasser. Genau, bei Wasser Medium, gutes altes Quellwasser mit etwas Kohlensäure und bei Wasser Klassiker mit viel Kohlensäure. Und dann kommt noch der Orangensaft. Orangensaft, Kinder lieben ihn. Also ich habe als Kind gerne Orangensaft getrunken, sagen wir es mal so. Ja,
Kommen wir zu den letzten 100%. Und da kam auch der Spruch her, ihr könnt euch im wahrsten Sinne des Wortes totsaufen. Denn, steht schon drunter, die haut selbst die Stärksten um, wenn ihr 100% trinkt. Und was da passiert, das seht ihr hier. Ja, ihr könnt euch nicht bewegen, außer durch Springen. Ihr bekommt Vergiftung, Wisser, Schwäche, Hunger und ihr könnt eigentlich nichts machen. Ihr verliert komplett die Orientierung und schlussendlich krepiert ihr. Tja. Deswegen niemals 100% trinken. Und wo bin ich jetzt? In welchem Zimmer? Ich bin im Zimmer 19. Ah ja. Ich tippe jetzt mal ganz kurz zu Lobis. Der ist hier unten. Ah ja. Ja, guck mal, es ist gleich 6 Uhr, da schließt die Bar sogar. Das heißt, wir haben es jetzt geschafft, die Bar komplett leer zu saufen. Und Lobis hat noch einen Schlüssel übrig, den er jetzt fürs Luxuszimmer verwendet. Wir beschleunigen das mal kurz hier. Kurz auf 6 Uhr gestellt. Gehen hier gleich die schönen Lichter alle an. Ihr habt ja jetzt alle drei Zimmer Flure. 23. Ja. Ihr habt ja gerade alle Flure einmal gesehen, die dort waren. Und dann gehen wir mal hier noch rüber. Trinken aber bitte die Milch, dass man dich sieht. So, kommen Sie mal mit. Führen Sie uns mal zu Ihrem Zimmer. Zimmer 23. Kommen Sie mal bitte mit. 23 ist nicht in der Richtung. Es steht doch hier oben selbst auf dem Schild. Ach so. Ist genau in die Richtung hier. Ja, hier. Zimmer 23 bis 24. Und zum Frühstück geht's nach oben. Also Frühstück wäre jetzt wieder bereit. Leider hast du nicht 24 bekommen, weil 24 hat den geileren Ausblick. Aber naja. Hier kriegst du einen Schlüssel drin wieder. Genau. Oh, sehr schön. So, also so sieht das Luxuszimmer aus, wenn ihr jetzt mal reinkommt. Ihr habt einmal hier Licht, das ihr anmachen könnt. Genau, einen Die großen, Toilette sieht sehr schön aus. wirklich großen Fernseher. Dann habt ihr hier eine kleine Sitzecke, die ihr umändern könnt zu zum Esstisch. Wenn ihr das macht, dann aktiviert sich auch die Minibar. Die Melonen, die da rauskommen, müssen natürlich noch mit einer Farm verbunden werden. Das ist aber. Kriegt man hin. Genau, hier bei schön Minibar kriegt ihr extra Melonen. Es soll ja schön luxuriös sein. Und Melonen sind ja meistens immer luxuriös, ein bisschen. Oder? Komm, schauen Sie sich mal die tolle Toilette an. Ja, die Toilette ist wirklich. Sie ist schön geworden. Ja. Oh, sehr nice. Ein schöner Ausblick. Ja, ist aber noch der Kleine. Wir können ja gerne mal. Also, es ist jetzt. Das Schlafzimmer, das Luxuszimmer ist halt ein Doppelbett. Eigentlich, weiß ja nicht, wenn man mit der Familie ein Luxuszimmer einchecken will, ist ein bisschen schwierig. Aber naja. Genau, gehen wir mal einfach eine Etage höher. Dann sind wir nämlich auch hier oben. Und dann habt ihr hier eine schöne Terrasse, wo ihr dann so ein bisschen einen kleinen Blick auf die Straße habt. Ja. Und dann hier, Zimmer 24, lasse ich dich mal rein. Ist eigentlich genau das gleiche wie Zimmer 23, außerhalb, dass es ein bisschen höher ist. Das heißt, ihr habt von hier oben nochmal einen deutlich schöneren Ausblick. Also, mit Shader und RTX später sollte man sich das mal gönnen. Ja. Einfach nur schön. Genau. Aus dem Schlafzimmer kannst du jetzt auch mal rausgucken, wenn du möchtest. Das sieht schon viel besser aus. Ja, gut, die Blöcke, die ihr vorne seht, das sind einfach nur Testblöcke für die Leute, die hier drauf kommen, dass sie das benutzen können und nicht mehr. Das soll ja hier auch keinen Unfug treiben, sagen wir mal. Ja, da war es auch schon für das ganze Zimmer. Dann würde ich sagen, kannst du mal kurz deine Zimmerschlüssel alle zurückgeben. Einfach unten einmal in diesen Dropper werfen. Okay. Genau. Mein Gott, ich kann nicht mehr rennen. So. Ah, Zimmervergabe ist sogar gerade noch offen. Ja. Oh, Alter. Der Shader ist so geil. Genau da, wo du stehst, kommen nämlich gerade die Sonnenstrahlen durch den Eingang rein.
Boah, Okay. wie schön das aussieht. Das ist doch ein kurzer Moment für die Leute, die sich das im Video dann geben wollen. Oh je. Naja. Okay, dann gib mal deine. Ah ja. Hast du alles schon reingepackt? Reingetan? Ja. Okay. Du kriegst dann jetzt auch noch kleine Andenken wieder. Ein Andenken an Western Hotel. Oh, hast du beide Luxuszimmer gekauft? Wie jetzt? Die Lampe hat nämlich gerade geblinkt, kurz. Also, irgendwie, du kannst das dann auch mal sehen, das war ein ganz kurzen Augenblick, da hat die Lampe einmal kurz geblinkt. Aber nein. Du hast wirklich nur ein Andenken bekommen? Ja. Obwohl du alle Zimmer schützt. Ja, okay. Kann sein, dass ich das schon Ich mal habe gefixt vorhin die hatte. schon zurückgefahren. Weil es ist nämlich immer wichtig, dass hier auch alle da sind. Dass da alle. Ah. Hier fehlt ein Z Zimmer 8 fehlt. Ach so, das ist, glaube ich, da liegen geblieben. Wo liegen? Ja, hast du die nie eingesammelt? Ich weiß nicht, wo gibt's sie denn? Hast du die nicht alle im Inventar? Also, es war der einzige Schlüssel, den du im Inventar hattest, oder was? Ja. Oh, also, hier im Zum Dispenser ist auch Beispiel. nichts mehr. Oder hast du die vielleicht aus Versehen gelöscht? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Ja, Nee, okay, gar keine von denen. deswegen sollte man eigentlich immer Survival spielen, damit man die Zimmerschlüssel nicht löscht. Aber. Ist jetzt nicht so schlimm, ich kann sie einfach nachreichen hier. Das werdet ihr dann aber auf Cam des Videos machen. Ja. Dann würde ich sagen. Was? Ja, können wir noch kurz den Parkplatz hier anschauen, wenn du möchtest. Oh, hier steht ein kleines Skelett. Kommen Sie mal raus? Ja, genau. Ich tue jetzt einfach mal so, als wenn Sie mit einem Auto kommen würden. So können Sie nämlich hier Ihr Parkticket ziehen. Genau, kann durchgehen. Schranken geht wieder zu. Und dann kannst du hier ganz entspannt einparken. So. Schöne ist, man kann das Ding hier auch zu Fuß verlassen. Genau, Fußgängerausgang, läuft einfach hier durch. Du bist draußen. Du kannst natürlich auch wieder reinlaufen. Was dir nichts nützt, ist ein Auto zu stehlen, weil du ja ein Parkticket brauchst, um hier mit einem Boot rauszukommen. Das habe ich noch nicht ausgetestet. Test mal, ob du mit dem Boot hier rüber rausfahren kannst. Zu dir die Frage. Wird er es schaffen? Ich sage nein. Was wettet ihr? Stimmt jetzt ab. Oh. Ne, geht nicht. Oder? Na gut, wenn jetzt ein anderer hier kommt. Geht nicht. Okay. Also ist auf jeden Fall sicher. Das ist schon mal gut. Oh. Oh. Okay, man kann es doch schaffen. Ja, gut. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Dann, hier nehmen wir da kurze Parktickets und dann fahren Sie mal raus. Ab nach Hause. Fahren Sie Richtung Ihres Hauses und ja, kriegt ihr nochmal einen schönen Anblick vom Hotel. So. Schöne Sache. Ich habe Schöne was Sache. vergessen, dort abzuholen. Hm? Nee, ich möchte noch diesen kurzen, schönen Anblick hier anschauen. Achso. Ja, da würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und dieses, weiß nicht wie lange, lass mich mal kurz schauen. 33-minütige Review anzuschauen. Und da würde ich sagen, schaut bei Lobis unbedingt vorbei. Kann es ja sein, dass du vielleicht irgendwie offline oder so auch nochmal das Video hier das Hotel angucken möchtest. Ich meine, du hast jetzt Rechte, du könntest jederzeit hier mal vorbeikommen. Okay. Also ja. Ich verlinke ihn euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und ja, macht's gut. Und ciao, euer Red Gamer.